Moin, hast du dich schon mal gefragt, wie dein Leben aussehen würde, wie du dich fühlen würdest, was sich verändern würde, wenn du deinen Seelenplan kennen und leben würdest? Und hast du dir schon mal vorgestellt, wie es sein würde, wenn du wissen würdest, warum du auf dieser Welt bist, wer deine Seele ist und welche wundervolle, einzigartige und besondere und wertvolle Seelenaufgabe sie für dich bzw. für euch kreiert hat, was deine Mission ist hier auf dieser Welt und vor allen Dingen, was du mit deiner besonderen Gabe alles Positive und Gute hier tun kannst, wie du das Leben anderer veränderst, weil du die Lösung für ihr Problem hast, weil sie durch dich ihr Leben verändern können, transformieren können, so dass es ein besseres wird. Und wenn du mal weiter denkst, was das bedeutet, was für ein neues Bewusstsein du auch eben auf diese Welt bringst, wie du die Welt veränderst und gerade jetzt, wo wir in die neue Welt starten, wie du sie mitgestaltest dadurch und mit erschaffst. Und wenn du dir dann noch vorstellst, dass dann auch noch dein Seelenpartner in dein Leben kommt und du diese tiefe und wahrhaftige Liebe leben kannst, wo wahrscheinlich am Anfang erst ein absolutes Chaos ist, ja, und wie das ist und wie dich dieser Weg zu dir bringt, immer mehr in deine Fülle und immer mehr in dein Vertrauen und wie du immer mehr das Wunder, welches du bist, entdeckst, das verraten wir dir heute in diesem Podcast-Video. Zusammen mit der wundervollen und wunderschönen Sarah Queen, mit ihrer Seele Lilly und ja, wir sind Annette und Easy, meine Seele live aus Kapstadt und heute eben auch aus München. Wie schön, dass du da bist und natürlich auch du, liebe Sarah und Lilly. Ja, Dankeschön. Ich freue mich auch sehr, dass ich da sein darf. Toller Impuls, wirklich dieses Video zu machen und eben anderen auch Mut zu geben, sich damit zu beschäftigen oder sich vielleicht auch zu trauen, selbst den Seelenplan herauszufinden. Wow. Absolut. Ja. Sehr, So. sehr spannend und aufregend. Ja. Und bevor du gleich mal erzählst, was du alles so Tolles machst, würde ich gerne mit dir dort starten, wo alles begonnen hat. Nämlich als du dich entschieden hast, als du den ersten Schritt sozusagen gemacht hast, dich mit mir zu kontakten, weil du etwas wissen wolltest. Und ich glaube, das ist die größte Hürde für die meisten, den ersten Schritt überhaupt zu tun. Und dass es gar nicht so schlimm war, sondern vor allen Dingen, aber erzähl auch nochmal, was du für Gedanken hattest, weil die fand ich ja mega, was du da so erzählt hast, was da alles so in dir abgegangen ist, bevor du mich jetzt überhaupt kennengelernt hast. Erzähl mal. Ja, voll gerne. Genau, ich hatte eine sehr bewegende Begegnung vor jetzt knapp 2 Jahren, 1,5 Jahren in Lissabon. Habe dort einen Südafrikaner kennengelernt und Fassera. hatte ja da eine ganz intensive Begegnung und dachte so, hatte so das Gefühl, boah, diesen Menschen kenne ich irgendwie seit 500.000 Jahren und es war alles super intensiv. Und das war für mich so ein Erlebnis, was mir vollkommen so den Boden unter den Füßen weggerissen hat. Ja, es ist für mich zum Teil echt schwierig zu erklären, aber das war so, und ich bin nach Hause gekommen und ich wusste nicht mehr, wo oben und unten ist. Ja, also ich war völlig, ich konnte nicht mehr schlafen, völlig durcheinander. Und habe dann gegoogelt nach Möglichkeiten, was war das jetzt, was ist das jetzt und so weiter und bin dann irgendwie auf Seelenpartner und Dualseele und sonst was gestoßen und dann eben auf dich. Ja, und dann habe ich mir erstmal ganz viele Videos angeschaut und Ding und war so verzweifelt, dass ich dachte, der muss ich jetzt schreiben und die muss mir jetzt irgendwie Antworten geben. Und so habe ich dich dann kontaktiert, ja. Und das Lustige war, dass ich total so die verkopfte, also mit Spiritualität und dem Ganzen überhaupt gar nichts zu tun habe, ja. Also völlig nüchtern, verkopft und so weiter und so fort. Und da war das für mich schon so ein bisschen, Und ich habe dich dann schon gesehen und dachte, okay, die wirkt einigermaßen bodenständig. Da sind jetzt nicht irgendwie Räucherstäbchen überall zu sehen und keine Ahnung, ja, mache ich jetzt mal. Und dann habe ich dir geschrieben, du hast mir geantwortet und dann hatten wir unseren ersten Termin. Das ist ja lustig, weil du noch gesagt hast, ich war da irgendwie sehr in reserviert und in Abwehr noch, ne? Ja, weil man hat richtig so gemerkt, das ist überhaupt nicht deine Welt, diese Spirituelle und so. Und das war echt so, ich habe so eine Sarah erlebt, die so voll so mit Mauern und so voll Abwehrhaltung. Und ich dachte noch so, na, das wird ja interessant werden, wenn wir dann miteinander arbeiten. Aber irgendwie hatte die Energie sofort gestimmt zwischen uns. Ja, total. Und das war dann so, wie gesagt, weil ja, ich war völlig upside down und dachte, okay, das mache ich jetzt. Und dann habe ich eben ein Coaching ja bei dir gemacht, tatsächlich
mit 5 Sitzungen, wo wir unter anderem geschaut haben, ist es mein Seelenpartner oder nicht, war dann sehr erleichtert, als du gesagt hast, nee, der war jetzt nur dazu da, um dich einmal aufzurütteln, und das hat er auch geschafft. Ja. Und dann haben wir auch noch mal wirklich Blockaden gelöst. Das fand ich total schön, weil das irgendwie so schnell und so irgendwie pragmatisch und sehr effizient war und sehr viel in kurzer Zeit wirklich bewegt hat. Und eben auch, wozu bin ich eigentlich hier? Was ist eigentlich meine Aufgabe? Das hat eben auch sehr gut gepasst, weil ich so in einer Phase war, ich hatte also einen super Job, super bezahlt, sehr erfolgreich, eigentlich auch, ja, happy, aber ich hatte immer das Gefühl, oh, irgendwie so richtig ist es das nicht. So, ja, irgendwie weiß Ja. ich es noch nicht, ich fühle mich noch nicht so 100% angekommen, ja. Genau. Und du hattest ja auch, also das, wir sind ja auch aus der ähnlichen Branche sozusagen gestartet. Und für mich war es zum Beispiel, damals war ich in der Design- und Kommunikationsbranche. Und für mich war das eben damals, als ob das eben, das war ja auch wichtig für mein Leben. Ne? Man, und das finde ich eben so spannend, auch gerade wo du gesagt hast, mit Blockaden lösen. Da gehen wir eben auch in die Vergangenheit rein, eben auch in die Kindheit, um eigentlich auch zu verstehen, um an die Wurzel zu gehen, um zu verstehen, was ist denn da eigentlich oder warum ist es so? Und man dadurch erkennt man natürlich auch, und das finde ich so spannend, dass alles, jedes Puzzleteil zusammenpasst, letztendlich, wenn man eben seinen Seelenplan kennt und wenn man eben weiß, ach, deswegen habe ich das erlebt, um eben hier zu sein. Aber auch eben in dieser Session, dieser Selbstermächtigungssession, finde ich es eben so mega cool, für sich zu erleben und zu erfahren, wow, ich kann da ja was ändern. Klar, Vergangenheit ist Vergangenheit, ne? Die kannst du nicht mehr ändern, aber du kannst deine Einstellung dazu ändern, du kannst deine Energie dazu ändern. Und das finde ich so spannend, wenn man dann für sich eben erlebt, boah, war hart, der eine bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger, aber so auch dieses zu wissen, so, oh, jetzt bringe ich aber mehr Leichtigkeit wieder rein, so, weil es erdrückt mich nicht mehr, es ist nicht mehr so schwer, sondern ich habe es jetzt irgendwie angeguckt und ich habe es jetzt, sag ich mal, energetisch verändert, so, dass es mich nicht mehr so belastet und die ganze Zeit immer so ich mit mir rumschleppe sozusagen. Und das finde ich auch mega cool daran, wenn man sich wirklich eben auch traut, da zu gucken. Und wenn wir mal eben dabei bleiben, also du hast ja sehr viel erlebt, wo andere vielleicht sagen so, boah, wie hast du das ausgehalten? Und wie war das für dich, so da auch dann so ein bisschen so eine Erleichterung irgendwie auch zu spüren? Also für mich war erstmal das eine neue Perspektive, überhaupt so ein bisschen der Gedanke, dass ich das selber geplant habe. Ich glaube, man muss an einem bestimmten Punkt schon so in seinem Heilungsprozess sein, ja. Dass das für einen hilfreich ist, das war es aber in dem Moment, weil ich das Gefühl hatte, das gibt mir wieder so ein bisschen Macht zurück und Genau. Selbstverständnis, so, ne? Ja. Ich habe es geschafft, durchzukommen, ne? Mit sehr, sehr viel harter Arbeit an mir selber, aber ich bin viel stärker rausgegangen, sozusagen. Es ist auch, wenn mich jetzt jemand fragt, würdest du es anders machen oder würdest du es bereuen, würde ich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt sagen, nein. Und das Spannend, ist ne? eine krasse Sache, wenn man weiß, was mir so, ne, ich bin durch alles an Missbrauch und Dingen durchgegangen, was man sich so vorstellen kann. Aber dass ich weiß, ich konnte da raus, alles, was ich gelernt habe in diesem Prozess, unglaublich, ja, wo ich sage, ja, das war echt hart, aber ich habe so viel gelernt und so viel Erfahrung gemacht und so viel zurückbekommen und Fülle bekommen dadurch. Ja. Was ich jetzt im Nachhinein sagen würde, würde ich wahrscheinlich nochmal machen. Hätte ich vor 3 Jahren auch nicht gesagt, aber Okay. so. Ja. Genau. Ja, ist nicht der einfachste Weg, aber es kommt extrem viel bei raus, ja. Ja. Und was du ja auch gerade gesagt hast, was eben auch nochmal wichtig ist, dass man sich selbst eine neue Perspektive schafft. Und ich habe bei mir selbst auch gemerkt, je mehr ich halt verstanden habe, wie gesagt, diese einzelnen Puzzleteile, die dann ein Bild ergeben haben, war es für mich so, ah, deswegen habe ich das erlebt, deswegen musste ich da durch. Weil das Spannende ist, dass das ja auch mit deiner Seelenaufgabe zu tun hat. Und erzähl mal, was deine Seelenaufgabe ist. Wo fange ich da an? War das? Lass uns mal da anfangen. Also,
Es ist ja immer so, wenn ich dann die Seelenaufgabe channel, habe ich ja vorher sozusagen mit deiner Seele Kontakt aufgenommen, ne? Also sie erzählt mir dann, wie sie heißt und was sie letztendlich mit dir vorhat, warum sie hier ist. Und wie war das für dich, als du das so erfahren hast, wer deine Seele ist und was ist da mit dir passiert und was deine Aufgabe und was deine Mission hier ist? Erstmal das vom Gefühl her. Was ist da bei dir passiert? Also, so wie meine Seele ist, das konnte ich sehr schnell gut annehmen, so, weil ich dachte, ja, Bin ich. das, ne, so eine große, ruhige, inspirierende Energie, so. Bei meiner Seelenaufgabe, das war tatsächlich erstmal so, ach, da wäre ich jetzt gar nicht so drauf gekommen. Das war erstmal so. Und dann war auch ganz spannend, also ich fand das total cool, ja. Ich komme ja eigentlich aus dem Bereich Schauspiel und dass du gesagt hast, hey, da kannst du auch wieder was machen, da kannst du auch wieder reingehen, anderen Frauen helfen, auch die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, ja, also Female Empowerment, die zu bestärken und so weiter, fand ich total cool. Und dann ist was Interessantes passiert. Dann habe ich plötzlich ganz viel Zweifel und Ängste bekommen. Ja, das war auch cool, ja. Und das kenne ich von mir gar nicht, weil ich habe schon mal ein Unternehmen gegründet. Ich bin eigentlich so eine, die sagt so, hey, einfach mal machen, nicht zu viel nachdenken, nicht zu viel Ängste und so weiter. Und ich kenne das schon mal, Ängste zu haben und es dann trotzdem zu machen, mutig zu sein. Aber das war anderes Level. Und ich dachte so, so ganz viel, ja, was willst du denn jetzt? Was willst du denn jetzt da? Und du hast ja gar keine Expertise. Und was möchtest du denn? Und bla, 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 bla. Parallel war dann interessant, dass gerade so wiederkehrend Machtmissbrauchsfälle gerade in dieser Branche in die Öffentlichkeit kamen. Til Schweiger war dann gerade wieder. Und das war so, dass ich dachte, ja, nee, da muss echt noch viel mehr gemacht werden. So, ne? Und ja, aber das war sehr spannend. Da habe ich ihn erst mal gedacht, was ist denn das jetzt? Ne? Aber weißt du, was ich auch so spannend fand? Du hattest auch eine ganz tolle Art für dich entwickelt, wie du damit umgehst, mit diesen Zweifeln. Ne? Weil du hast gesagt, weißt du, Annette, das war ich echt überrascht, dass diese ganzen Zweifel und Ängste kamen. Aber ich habe das gleich für mich genutzt als Kommunikation für das, was vielleicht im Außen auf mich zukommt. Gerade wenn ich da mit der Nadel reinpieke und einfach sage so, hey, wir müssen das jetzt ändern. Oder eben da auch eine Aktivistin in dem Sinne ja auch bist, die sagst, nee, so kann das nicht weitergehen, weil du es ja auch selbst weißt. Da verändere ich was, da schaffe ich etwas Neues, damit das eben nicht mehr passiert. Zumindest in dem Raum, den du da eben auch schaffst. Und das fand ich auch mega cool. Und das finde ich so toll und auch so kreativ, wirklich auch zu sagen, Moment mal, ne? Nicht so, oh Gott, das ist jetzt gegen mich, sondern zu sagen, hey, was für eine coole Herausforderung. Da kann ich ja gleich mal diskutieren. Ja, und dann habe ich gedacht, naja, das ist ja real. Also ich weiß, dass Menschen sowas sagen und dass diese Stimme auf mich zukommen. Dann kann ich ja schon mal Argumentation bereitlegen und mal schauen, wie ich das schon mal zerschlagen kann, so diese Argumentation. Ja, das war ganz spannend, ja. Ja, cool. So, und als du das dann so erfahren hast, da war ja auch so dieses, also was ich immer finde, ist dann so, auf einmal wird man so, man hat so das Gefühl, auch so größer zu werden, so zu denken, so, wow. Weil ich finde gerade, ich meine, in unserer Gesellschaft ist es ja für uns Frauen eher, wenn wir uns mal die Geschichte angucken, das steckt ja auch irgendwo immer noch mit in uns drin, dass wir uns bloß nicht so wichtig nehmen und bloß nicht so denken, was wir da alles können, sondern uns eher klein halten. Und das finde ich eben auch so spannend, gerade bei den Seelenaufgaben, die ich ja auch für Frauen eben channel, welche Größe da auch kommt. Und das auch erstmal annehmen zu können, ne? Und zu sagen, so, wow, kenne ich selbst von mir, wo es auch immer wieder, wo ich immer mehr wieder in dieses Wunder auch entdecke und sage, wow, das bin ich, das kann ich, ne? So, oder das darf ich jetzt machen, darum bin ich hier. Also das finde ich jedes Mal wieder faszinierend und toll und sich das auch immer wieder mehr ein Stück zu erlauben. Und ich glaube auch, dass dadurch, und das finde ich so toll, und auch gerade jetzt, wenn du zuhörst und zuschaust, für dich ist einfach so dieses, wenn du dich traust, wirst du auch ganz viel eben für andere schon geben können, weil du auf einer anderen Energie schwingst, auf einer anderen Frequenz sozusagen. Wenn du deine Energie änderst, hast du eine total positive Auswirkung eben auch auf dein Umfeld. Und das finde ich so spannend. Da eben, weil du selbst bei dir anfängst und du kannst schon allein damit so viel Gutes tun. Absolut, ja. So, und dann, wie ging es dann weiter? Also erstmal
war ganz schön, weil so partiell immer dann echt coole Sachen passiert sind, die mich einfach ermutigt haben. Also kurz danach kam jemand, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber die auch relativ prominent ist, auf mich zu und mit der bin ich irgendwie in Kontakt gekommen. Die brauchte eine Website oder auf unsere Agentur und sagte, ja, ich mache hier was für Selbstverteidigung für Frauen, Female Empowerment und so weiter. Ich gründe hier was, ich brauche eine Webseite. Und da dachte ich schon so, ach, ist ja spannend. Haben dann geschnackt und hey, kann man nicht was zusammen machen und so weiter. Also so viele kleine Sachen, die mich einfach bestärkt haben, die so kamen. Hey, das ist schon jetzt so der richtige Weg, ja. Und ja, habe mich echt nochmal dann extrem viel beschäftigt, auch eben mit dem Thema Feminismus und so weiter, gemerkt, was habe ich denn für sexistisches Gedankengut so in mir? Haben wir alle, ja, das ist einfach unsere Gesellschaft und so weiter. Und das ist was, was man wirklich dann auch aktiv dekonstruieren darf. Ja. Interessanterweise gerade auch oft Frauen, die von Missbrauch betroffen sind, weil wir so gewöhnt sind, das ständig zu erleben und in der Gesellschaft und so, Ja. dass ich dann gemerkt habe, ich habe da selber so ein bisschen, ne? Und das auch oft einfacher ist im Berufsleben, wenn man selber da bei den sexistischen Aktivitäten und Witzen, die irgendwelche Männer reißen, mitmacht, dann ist man, oft ist es ein bisschen einfacher, ne? Ja. Gerade so nach unten zu steigen. Und ja, ich habe dann erstmal meinen Job reduziert um 2 Tage die Woche. Ich dachte, ich brauche ein bisschen mehr Luft, ein bisschen mehr Zeit und dachte, ich habe jetzt voll Fokus auf dieses neue Business, mache das jetzt parallel und wenn das läuft, dann kündige ich meinen Job. Ja. Dann kam es aber ein bisschen anders. Und zwar stand dann plötzlich sozusagen ein fantastischer junger Mann vor meiner Tür quasi. Habe ich den getroffen und wusste plötzlich, oh, das ist er. Ja. So. Also wir haben ein Date gehabt und da war eigentlich schon gleich alles klar, irgendwie auf eine ganz ruhige Art und Weise, aber wir hatten ein Date, wir haben quasi parallel ständig unsere Sätze vervollständigt, Ja. exakt die gleichen Visionen gehabt, wie wollen wir leben, also im Detail Zukunft, unsere Vergangenheit, ganz ähnlich, ja. Und ja, war erstmal auf Happy Wolke 7, ne? Hab den kennengelernt, dachte so, jetzt ist alles super. Jetzt kann ja, Ja. ja. Aber darf ich noch mal eben da reingerutscht, weil das fand ich so süß, was du gesagt hast. Du hattest mir das erzählt. Ich habe ihn getroffen, er ist da. Und einmal noch mal kurz, als wir gechannelt hatten, dass es nicht dein Seelenpartner ist, den du zuerst dachtest. Und als ich Ja. dich an mit der Energie, mit deinem wahren Seelenpartner sozusagen, nicht mit dem Wachküsser, sondern mit dem wahren Seelenpartner verbunden hatte, war ja sofort klar, dass du gesagt hast, nee, den Südafrikaner, den will ich nicht mehr. Genau. So, Ja. will ich nicht mehr. So, also das ist immer so spannend zu merken, wenn man erstmal wirklich merkt, wow, das ist ja eine ganz andere Energie als das, was vielleicht vorher da war. Wie gesagt, es gibt viele Wachküsser oder Wachrüttler oder wie auch immer, damit wir denken so, wow, ne, da gibt es doch noch irgendwie Liebe oder ich bin da noch attraktiv genug oder werde gesehen oder was wir da ja auch immer haben als Frauen. Und was ich aber so süß fand, als du mir erzählt hattest, du, Annette, er ist da. Und wir haben unsere Köpfe aneinander gehalten und es war einfach so eine Einheit da und wie auch Tränen flossen und diese Vertrautheit. Und das finde ich so cool, weil ich habe das auch mit Lutz dann gemacht. Ich habe gesagt, ich meine, ich weiß jetzt, dass Lutz mein Seelenpartner ist, aber ich habe gesagt, komm, wir wollen das auch mal machen. Also vielleicht, wenn du jetzt gerade zuschaust und dein Seelenpartner macht das mal, so also den Seelenpartner, wie wollen wir das nennen, Kopftest oder ich weiß es gar nicht. So, also das ist mega cool, weil ich habe das auch mit Lutz gemacht und da war er auch so, was spürst du? Und er ist, boah, das ist aber auch eine Einheit, das ist so besonders. Also wenn du Lust hast und gerade zuschaust, zuhörst, versuch das mal mit deinem Seelenpartner. Das ist wirklich was ganz Besonderes. Okay. Ja, und So. er war da auch gar nicht, er war dann auch erstmal völlig Hilfe, was ist das denn? Ja. Ja, also der hatte da auch gar nichts mit und wir haben uns getroffen und er war, glaube ich, einfach völlig, was ist denn jetzt los? Und hat dann aber sich wirklich einfach drauf eingelassen. Der hat gesagt, hey, ich habe oft irgendwie auf meinen Kopf gehört, das war nicht die beste Entscheidung, jetzt höre ich einfach mal auf meinen Bauch und go for it. Ja, das war echt cool. Und was auch cool war, durch dieses Channeling vorher, wenn man quasi den schon mal spürt und dann trifft man die Person, merkt man so, ah, Ja. hey, das kenne ich aber. Ja, das war echt cool. Ja, und dann ging es mir plötzlich erstmal nicht mehr so gut. Ja, also
dachte, jetzt ist alles happy ever after und Ding. Und dann plötzlich hat es mich echt total erwischt, weil ich das erste Mal so eine wirkliche, gewaltfreie und aufrichtige Liebe erfahre, Damit muss tatsächlich. man erstmal umgehen, ne? Damit muss man erstmal umgehen und Die auch gerade annehmen bei können. so Trauma, ja, also wirklich, das kannte ich nicht und da ist dann echt nochmal ganz, 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 ganz viel bei mir hochgekommen. Also ging es mir wirklich sehr schlecht. Er war da aber wirklich für mich da. Ich habe mir dann wieder Hilfe geholt, bin da durch. Habe was ganz Tolles lernen dürfen in der Zeit, und zwar mir Hilfe anzunehmen, gerade von nahestehenden Personen. Also Hilfe annehmen von irgendwie Ärztinnen, Psychologen und so weiter, das kannte ich schon alles. Aber wirklich von meiner besten Freundin, von meinem Freund und so weiter, die wirklich an mich ranzulassen. Ja, und ich hatte bei ihm einfach das Gefühl, dass ich emotional, dass ich komplett nackt bin vor dem. Ich konnte keine Fassade aufbauen und so weiter. Und dieser Mensch, der sieht mich in meiner tiefsten Verwundbarkeit wie sonst niemand vorher. Und das hat mir so Angst gemacht. Ja, das war so komisch und so schmerzhaft auch. Und ja, da konnte ich dann echt noch mal ganz viel aufarbeiten und noch mal loswerden und dann auch wieder neu lernen. Ne? Ah, das geht auch anders. So, und das auch zuzulassen, tatsächlich. Entscheidung, ja. Die Entscheidung, ich hatte oft dann, okay, entweder renne ich jetzt weg oder ich bleibe und mache eine neue Erfahrung, auch wenn es sehr, sehr, sehr schmerzhaft und sehr schwierig ist. Ne? Und ich habe dann gedacht, naja, das Alte kenne ich ja schon. Wie sonst ist. Probiere Aber ich du mal was hast, ja, aber du hast ja auch gemerkt, ich meine, ich bin ja auch so ein Fluchttier, ne? Neues. So, und das Lustige ist ja, bei Seelenpartnern, da kannst du nicht weg. Flüchten sozusagen. Weil das ist klar. Wenn man sich getroffen hat und dass der Seelenpartner ist, ist man, dieses Match kommt zusammen. Bam. Das ist so deine zweite Hälfte, obwohl die total eigenständig ist und einzigartig, aber trotzdem, dann ist dieses Bam, das gehört jetzt zusammen. Wonach die Seelen ja sich schon lange sehen, dann wieder zusammenzukommen sozusagen und dann ist es so. Und da kann man auch nichts machen. Und natürlich hat auch jede, habe ich auch mit Lutz in unserer Seelenpartnerschaft Auseinandersetzungen, Herausforderungen, ich sage ja auch immer Geburten. Man da noch durch muss, wo ich immer sage, das ist kein Mickey-Maus-Ding. Aber was du ja auch schon gerade sagst, man ist da eben auch total, man ist total nackt. Und das ist immer dies, was ich sage, so du, egal wie viele Mauern du hast, der Seelenpartner sieht durch. Und das macht natürlich vielen Angst, die dann vielleicht eben auch sagen, gerade am Anfang, nee, kann ich nicht, kann ich nicht, kann ich nicht. Aber wenn du erstmal dann gesagt hast, so, bomb, wir versuchen es, dann geht es eigentlich auch nicht mehr so recht auseinander sozusagen. Sei denn, ich meine, man muss es immer individuell sehen und gucken, was da bei jedem auch passiert ist und was da war. Und das da kann man jetzt gar nicht so pauschal sagen, aber das ist eben das, was ich auch erlebt habe. Ja. Ja, ich glaube, es ist eine Entscheidung, auch bezogen auf das, auf die Seelenaufgabe, auf sein Business, auf seine Berufung sozusagen, die man treffen kann, wenn man das möchte, zu sagen, ich möchte das Maximum rausholen sozusagen. Ich möchte wirklich das Maximum rausholen. Ich möchte das komplette Package. Und dann Entscheidung. Und da kann ich schon sagen, das ist nicht der einfachste, Nein. bequemste Weg vielleicht. Also er hat auf jeden Fall viel Support. Wenn ich jetzt gleich nochmal so ein bisschen über jetzt das Business spreche sozusagen. Aber es ist eine Entscheidung, für die man sich immer wieder neu entscheiden darf. Hey, so wie ich hier bin, jetzt gerade bin ich hier einmal und ich will hier das Maximum eben haben. Ich möchte die komplette Fülle haben. Ich will das alles haben. Da bin ich jetzt persönlich auch sehr trotzig. Ja. Auch so mein inneres Kind ist da sehr trotzig und sagt so: Nee, ich will aber das große Geschenk und ich will aber alles haben. Richtig. Egal, was mir passiert ist und egal wie und egal, was die Gesellschaft sagt, ich will das und es steht mir zu und das mache ich jetzt. So. Und das ist immer wieder, ja, man kann sich ja entscheiden. Das ist auch vollkommen okay, aber das ist so, ja. Und ich glaube auch, was jetzt einfach auch, was wir jetzt wieder erleben dürfen, ist eben auch die Fülle. Und zu sagen, und das war ja vorher in unserer Gesellschaft immer so, nee, das darfst du nicht, oder wer denkst du denn, wer du bist und all diese ganzen Sachen und sei mal bescheiden.
Ne? Und jetzt ändert sich ja gerade alles. Und jetzt dürfen wir, das müssen wir auch erstmal reingehen so und reinwachsen, ne? Weil es ja auch neu ist für uns, wie ich darf alles haben. Ne? Darum finde ich auch manifestieren so mega cool. Ne? Wo das, ich darf alles haben, wirklich alles, so wie jeder auch. Ne? Ich muss mich gar nicht, ja. Und das finde ich so schön. Und da müssen wir natürlich auch erstmal so reinwachsen, wie gesagt, das Lernen und auch erstmal die Reife annehmen, dass wir es können, aber sich da auszuprobieren. Ne, also wenn du gerade, wie gesagt, schaust, probier es aus. Wirklich, auch manifestieren ist mega cool. Auch wirklich mal zu sagen, hey, ich bin, ne, ich gebe mich nicht nur damit zufrieden, sondern ich will alles. Und zwar in allen Bereichen. Und das ist das Tolle. Und das dürfen wir jetzt. Und eben auch in der Liebe mit dem Seelenpartner. Weil da geht es nicht halb oder nicht. Da willst du dann eben auf Fülle leben. Ja, und vor allen Dingen eben als Frauen, ja, weil wie du schon gesagt Ja. hast, und wird von klein auf irgendwie gesagt, das ist immer noch so, hey, sei leise, sei genügsam, sei hübsch und halt den Mund, ne? So, sei klein, sei bloß nicht, weil wenn wir anfangen groß zu werden, ne, dann sind wir irgendwie kompliziert oder wir wollen zu viel oder wir sind zu laut. Und das ist schön, weil da jetzt auch in der Gesellschaft, das braucht noch eine Zeit, aber es tut sich auf jeden Fall was. Das auch wieder dekonstruiert wird, ja, und das ganz wichtig ist, dass wir Frauen da nach vorne kommen, Ja, sozusagen. also wenn jetzt meine Mutter zugucken sollte, also sie hat mir schon nichts, hat nicht gesagt, ich soll klein und hübsch und nichts sagen, Ach, wird lieben schon. Mann. Es wird Aber was schon kommen, natürlich ja. bin ich auch in dieser Gesellschaft groß geworden und ich kenne das auch von Freundinnen und natürlich auch, wie ich das erlebt habe in der Gesellschaft so. Und was ich aber auch interessant finde, was mir jetzt gerade nochmal in den Sinn kommt, ist, guck mal, wenn wir mal überlegen, wo wir jetzt gerade bei dem Frauenthema eben auch sind, was ja auch dein Thema ist, wie wir eben auch, wir mussten ja immer aufpassen, ne? Du durftest nicht mit den Mitschnackern oder wie hieß das da früher? Du durftest nicht mit fremden Männern mitgehen, dann hast du dich irgendwie verliebt oder dann hat sich der Erste für dich interessiert, da durftest, musstest du aber auch wieder aufpassen, dass er dich nicht ausnutzt oder dass es zu weit geht. Also wir mussten ja irgendwie uns immer zurückhalten und immer so, wo ist da die Gefahr? So, letztendlich immer so sind wir irgendwie so ein bisschen groß geworden, jetzt auf einmal wie. Und das ist ja das Tolle, wenn man bei sich ankommt und in sich diese Stärke und Sicherheit hat. Dann brauchst du keine Angst mehr haben, dass da letztendlich dir da irgendjemand was Böses will. Und auch zu wissen, dass jede Herausforderung wichtig ist. Wir wollen zwar immer die schönen Geschenke, aber eben die nicht so schön verpackten, sind meistens die, die unser Leben am meisten verändern und bereichern, wo wir im Nachhinein sagen: Wow. Ja, absolut. Ja. Ja. Und wie ist denn das so bei dir jetzt beruflich, beziehungsweise mit deiner Seelenaufgabe? Da hast du ja auch schon was Tolles geschaffen und hast noch ganz viel vor. Und das Schöne ist ja, man wächst ja auch immer mehr in seine Seelenaufgabe rein. Genau, die wird ja auch immer größer und man selber wird ja auch immer größer. Erzähl davon noch mal ein bisschen. Also ich fühle mich gerade neu rein sozusagen, weil ich immer noch immer mehr merke, ah, das ist wirklich was Großes. Das hat wirklich was mit Zukunft. Ich weiß noch ganz am Anfang, auch als du mir das gechannelt hast, dass ich noch gedacht habe, ja, aber ich dachte eigentlich, ich bin jetzt fertig und ich kann jetzt nur noch am Strand chillen. Ja? Ich dachte eigentlich, ich habe echt jetzt schon viel, ich habe es jetzt dann mal, ne? Ich kann jetzt dann mal in Rente gehen und dann jetzt zu merken, so, nee, da ist wirklich noch was Großes. Ist was, mit dem ich mich noch, ich will anfreunden, hört sich so negativ an, aber du weißt, was ich meine, ja? Also auf das ich mich noch vorbereite. Und ich möchte angefangen hier in München ein Institut, eine Schule gründen, die wie so ein freier künstlerischer Spielplatz ist, ja. Ich komme aus dem, habe geschauspielert sehr, sehr lange und das ist meine absolute Liebe und Leidenschaft und ich möchte gerne die Schauspielerei der einen Safe Space geben, ja. Also für SchauspielerInnen, die sich weiterbilden möchten, die vielleicht gerade ganz neu anfangen und so weiter, wirklich Kurse, aber auch mit dem Fokus auf mentale Gesundheit. Bei uns im Fach, wir lernen, wie wir schnell in Rollen reinkommen, wie wir unsere Traumata nutzen können, um möglichst gut zu spielen. Wir lernen aber nicht, wie wir gut auf unsere mentale Gesundheit aufpassen können, wie wir da wieder rauskommen können. Ja, Ja? richtig. Und oft ist es in dieser Branche leider noch so, dass tatsächlich drauf geschissen wird, wenn ich das so sagen darf, So. was es mit uns persönlich macht. Ja, so die Kunst, die
In der Kunst darf man alles, unterbrechen wir die Leute, und das sehe ich eben einfach überhaupt nicht mehr. Zusammen mit so einem empowernden, antidiskriminierenden Ansatz, wirklich Aufklärung zu machen, Prävention zu machen. Was sind denn meine Rechte? Wir haben ein Antidiskriminierungsgesetz. Ja. Ja, was kann ich konkret in bestimmten Situationen tun? Wie kann ich mich auch verteidigen? Wie kann ich für andere aufstehen, wenn ich sowas sehe? Ja. Welche strukturelle politische Arbeit muss noch gemacht werden? Genau, und dann Platz zu schaffen, an dem man sich kreativ auch wirklich austoben und ausleben kann und sicher ist. Ja. Und weißt du noch, als wir deine Zielgruppe gechannelt hatten, also wie du energetisch dich mit deiner Zielgruppe verbunden hast und wie du gemerkt hast, wie wichtig das ist, dass sie gesagt haben, ja, das brauchen wir. Das ist so wichtig, dass wir da jetzt Unterstützung haben, weil sich viele eben so alleine fühlen. Und das weißt du ja selbst auch und was da eben auch für ein Druck ist. Und das finde ich so toll an deiner Seelenaufgabe, da eben so eine Bewegung zu schaffen, aber eben auch so ein Space, so ein Raum, der immer mehr gefüllt wird. Weißt du, also das ist ja für mich so dieses, wird immer mehr gefüllt und da können immer mehr rein und da wird immer größer der Raum und so wird auch immer mehr Selbstbewusstsein und Selbstsicherheit, was du denen natürlich auch eben mitgibst und sie werden sicherer werden in dem und sie können ganz anders auftreten und verhandeln und wissen auch, dass sie einen Ort haben, wo sie jederzeit hingehen können, wo sie auch beraten werden. Also wenn da was passieren sollte, dass sie eben sofort zu euch kommen können oder eben auch zu dir, also zu dem, was du da ja auch machst, da hast du ja auch mehrere Leute, die jetzt, die ja auch anfangen, immer mehr da zu helfen, mit deinem Team sozusagen zu wissen, hey, da ist wirklich mein Safe Space, wo ich hin kann und die helfen mir. Und das finde ich so toll. Wenn du das weißt, kannst du ja auch schon ganz anders auftreten und dich ganz anders bewegen, als wenn du dich so hilflos alleine fühlst. Voll. Und was ich jetzt sehr spannend fand in dem Prozess, also ich habe jetzt quasi meinen Job aufgegeben. Das war auch sehr spannend, weil das war so, okay, ich muss da raus, das fühlt sich alles nicht mehr gut an, das ist nicht mehr gut, aber ich hatte jetzt noch nicht den absoluten Sicherheitsplan, aha, ich habe jetzt einen neuen Job oder das sind jetzt meine Einkommensquellen und so weiter, ich bin alleinerziehende Mutter, hatte aber das Gefühl, das ist jetzt wirklich richtig. Und da habe ich auch erstmal echt Angst und Panik bekommen und war sehr verwirrt, weil ich dachte, wow, okay, das fühlt sich richtig an, aber das ist ja gegen alles, was mir drumherum so gesagt wird oder was einem so gesagt wird. Ehrlich. Also du musst bitte safe sein und neue Einkommens und auch was ich gehört habe. Also meine engen Freunde waren alle okay, go. Ja. Jetzt auch noch die meisten. Ja, hast du da nicht Angst und hast du jetzt ganz, ganz viel Geld gespart, um da über die Runden zu kommen, die Monate? Ding, sage ich, nee, ich weiß irgendwie, es ist das Richtige und ich gehe jetzt. Und zwischendrin hatte ich das Gefühl, ich bin ja völlig irre. Ne? Das macht Ja. Das kenne ich auch. völlig irre, ja. Und wenn ich mich dann wirklich mal nüchtern auch weiter reingedacht habe, die Ängste, die da sind, ja, sage ich so, ja, also. Ich weiß, dass das nicht passiert und also jetzt mal gerade hier auch in Deutschland, ja. Und das war aber auch so spannend, weil ich das auch nicht von mir kenne. So dieses, ja, also erstens hatte ich das Gefühl, okay, ich mache so alles gerade, wogegen die Gesellschaft spricht, Ja, ne? Bin ich eigentlich ja, völlig bekloppt? ja. Ist das auch richtig, ne? Oh Gott, ist das, ne? Oder bin ich irre? Bilde ich mir das nur ein, dass ich denke, das ist richtig? Ich muss doch eigentlich hier drin bleiben, solange bis ich was Neues habe, solange bis ich das Neue aufgebaut habe. Aber ich konnte nicht, ne? Ich hatte in dem Job dann jedes Mal, wenn ich mich an den Rechner gesetzt habe, habe ich Fieber bekommen. Also selbst mein Körper hat gesagt, go. Ja. Ja. Und dann dachte ich aber auch nur so, ah, das ist aber auch ganz cool, dass ich das gerade so erlebe, weil ich glaube, dass ganz, ganz viele sich so fühlen. Ich kenne auch in meinem Umfeld ganz viele, die einen Traum haben und aber nicht gehen, weil sie diese ganzen Ängste Ja, haben. ja. Und ich habe gesagt, ja, aber was ist, wenn ich dann insolvent gehe? Dann sage ich immer, also Insolvenz, ja, das ist mal das Letzte. Aber so viel im Kopf. Und da kann ich auch aus meiner Erfahrung sagen, weil ich das schon öfter in meinem Leben gemacht habe, einfach gegen diese Ängste zu gehen, dass ich würde sagen, 99% von den Sachen, die da im Kopf stattfinden, sind Quatsch. Ja, Die ja, sind, ja. ja, es braucht diesen Sprung ins kalte Wasser, einmal diesen Mut aus dieser Komfortzone rauszugehen, zu sagen, ich mache jetzt einfach, es wird aber belohnt. Und selbst, sage ich mal, wenn nicht, selbst wenn man beim ersten Mal irgendwie scheitert oder auf die Schnauze fällt, ist das eine unglaublich gute Lernerfahrung. Ja, und das ist man, also was einem da nochmal klar wird, was man für eine Programmierung hat.
Aber das Schöne ist, ich meine, die ist entstanden aus das, was sie uns erzählt haben, was wir interpretiert haben, was wir erlebt haben, all diese ganzen Sachen ist das ja entstanden. Aber das Schöne ist eben auch zu wissen, das können wir ja ändern. Wir können das so ändern, wie es uns letztendlich hilfreich ist. Und das ist ja das Schöne auch, was, glaube ich, immer mehr auch, wo das Bewusstsein mir da ist, was das Manifestieren angeht, ne? Wo ich auch immer sagen muss, wenn du zu der Version wirst, das heißt, du musst da ein bisschen was verändern an deinen Gedanken. Aber wenn man damit bewusst umgeht, das ist so mega spannend, was dann eben auf einmal passiert und wie man dann eben auch den Support vom Universum bekommt. Aber auch, was ich nochmal an dieser Stelle sagen möchte, kann ich aber auch nochmal ein Video drüber machen. Es ist auch interessant, dass manchmal das Universum einen auch nochmal prüft. Ne, das ist erstmal, dann vielleicht nochmal, erst geht es vielleicht cool los und dann wird es nochmal irgendwie doof und dann fangen viele an aufzugeben. Sagen, nee, geht ja nicht. Und da durchzugehen, das kenne ich selbst, ist das Beste, was du machen kannst, weil dann kann mich auch keiner mehr stoppen. Ja, und diese Angst vorm, ich könnte Fehler machen oder es könnte nicht ganz so laufen, das ist auch was gerade jetzt bei uns in der Gesellschaft, was sehr eingebürgert ist. Wir haben jetzt auch nicht so diese Fehlerkultur groß. Das ist in Oh anderen nee, wenn du guckst in die Ländern. USA oder so, da gehört es dazu, Ah, zu deinem ja, und Erfolg, es. ne? Hier bei uns, also in Deutschland, ist er eher so, oh Gott, wie fürchterlich. Und aus meiner Erfahrung ist es eben, also Fehler machen ist eine richtig coole Sache, weil also so viel, wie ich gelernt habe, wenn ich mal wirklich auf die Schnauze gefallen bin, das ist unglaublich. Auch so businessmäßig. Also ich habe kein BWL studiert und nichts. Und damals auch, als ich mich selbstständig gemacht habe, ja, da bin ich ein paar Mal echt auf die Schnauze gefallen, aber hey, jetzt weiß ich es besser. Also. Ja. Und Und. das ist das Schöne. Und ich weiß auch noch früher, bei mir war das so, wollte so ein Perfektionist sein, damals noch in meiner Branche, und habe da irgendwie, für mich war ein Fehler ein Weltuntergang. Das war ganz schlimm für mich. Das war so, als ob ich so fast sterben würde, einen Fehler zu machen. Und wie anstrengend das ist, da hätte ich jetzt heute gar keinen Bock mehr drauf. Wenn ich einen Fehler mache, dann mache ich einen Fehler. Sag, auch habe ich einen Fehler gemacht, mach es beim nächsten Mal besser. Und lerne draus, was kann ich denn beim nächsten Mal besser machen? Und vor allen Dingen auch zu sehen, dass dieses Leben auch, unser Leben auch so eine Reise ist. Es ist eine Reise und da eben auch, das auch spielerisch mehr zu sehen. Jetzt vielleicht andere, denen es gerade nicht so gut geht, sagen, witzig, Annette, hier mit spielerisch stehen und so. Nein, aber es ist wirklich so, wenn du dir das auch mehr erlaubst. Und vor allen Dingen, ich habe ja auch, mein Mantra ist ja immer, alles geschieht zu meinem Besten, auch wenn ich es noch nicht sehen kann und zur richtigen Zeit. Und wenn du das für dich verinnerlicht hast, kannst du eigentlich ganz relaxed sein, in Anführungsstrichen, und sagen, okay, ist jetzt gerade die Herausforderung da, wie gehe ich damit um? Ich kann das ja meistern, weil sonst hätte ich diese Herausforderung nicht. Und das finde ich so cool. Zu wissen, daran sollst du jetzt eben auch reifen, um wieder für etwas vorbereitet zu sein, was dann eben kommt. Und sich zu stärken, das finde ich so cool. Ja, voll. Ja, und Wow. es ist auch das sehr Spannende an diesem, ja, ich sag's mal, Glaubenssätze und das alles mal loszulassen. Das war für mich auch so, dass ich auch Anfang des Jahres den Impuls hatte, hey, ich höre mal wirklich, wirklich in mich rein, was ich wirklich will. Weil ich bin Macherin und ich habe dann gemerkt, oh, ich komme wieder so ein bisschen, ah ja, ich mache jetzt mal hier schnell einen Businessplan und dann mache ich zack, 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 zack. Ja, also ich kann die Dinge gut vorantreiben. Und dann habe ich gemerkt, aber will ich das denn wirklich? Oder was will ich eigentlich? Worüber bin ich am meisten excited? Ja. Woran habe ich wirklich am meisten Spaß? So dieses wirklich in mich reinzuhören. Mache ich so? Mache ich so? Was, ne? Was begeistert mich eigentlich total? Was ist meine Leidenschaft? Was will ich wirklich machen? Und das ist auch nochmal echt spannend, weil es oft so, weil ich gemerkt habe, oft habe ich das so ein bisschen untergraben oder dann halt im Aktionismus so ein bisschen, ne? Und das ist auch spannend, mich jeden Tag wieder zu fragen, auch wenn ich jetzt meinen Business plane, wie will ich das Genau. wirklich? Ja, Ich, ja. nicht, wie muss man das machen? Wie will die Gesellschaft? Wie sollte, wie könnte, wie ist es am meisten erfolgreich? Sondern was möchte ich wirklich? Und das ist echt spannend. Also mich sozusagen wirklich zur Regisseurin von meinem Leben zu machen und zu sagen, ich möchte nicht mehr ferngesteuert werden, sondern ich übernehme die volle Kontrolle, aber auch Verantwortung. Und ja, das ist echt spannend. Und es ist so ein bisschen, das habe ich dir, glaube ich, auch gesagt, manchmal fühle ich mich noch so ein bisschen wie so ein Alien, weil ich schon echt viel eben loslassen konnte und auch durch, wie gesagt, jahrelangen Therapien und so weiter, so ganz, ganz viel schon loswerden konnte. Und so bin so mehr einfach zu mir selbst geworden bin. Und es fühlt sich manchmal, ich fühle mich da manchmal ein bisschen komisch und fremd so in der Gesellschaft. Weißt du? Weil es so.
nicht das ist, wo alle langlaufen, sondern ich sage, nee, ich mache das anders und denke mir dann manchmal so, Das erkenne ich auch. Aber das Schöne ist, und das ist ja eben auch das, wenn man wirklich hier was bewegen will, wenn man hier eben auch eine Leaderin ist, dass man dass eben diesen Weg auch gehen muss, weil wir einen neuen Weg bereit ist, den gibt es nicht und den kennt die Gesellschaft auch so nicht. Und das Schöne ist ja, dass die ja jetzt immer sich mehr auflöst, weil wir jetzt, wie gesagt, uns was Neues erschaffen, wo wir eben genau das machen dürfen. Aber natürlich sind wir noch so mit einem halben Fuß in der alten, anderen Fuß in der neuen. Und ich kenne diese Grätsche. Und auch mir zu erlauben, wirklich auch meinen Alltag so zu gestalten, wie ich das möchte. Ich hatte solche Schwierigkeiten, weil ich immer dachte, ich würde irgendwelche Werte meiner Eltern verraten oder so ein Quatsch, ne? Aber so geht es. Ich denke mal, wenn du gerade zuschaust und zuschaust, dir wird es genauso gehen, dass du denkst, oh ja, das kenne ich, ne? Da habe ich mich getraut und will vielleicht was anderes machen und dann kommen irgendwie andere und sagen, wie, was machst du denn hier? Oder deine innere Stimme sagt irgendwie zu dir, nee, das geht nicht, das darfst du nicht machen, das musst du ändern. Und da aber durchzugehen, zu sagen und auch diese ganzen Stimmen, die dann mit einem sprechen, zu sagen, nee, sorry, habe ich jetzt überhaupt keine Zeit für. Ich gehe jetzt, ne, watch me sozusagen. Ich mache das jetzt. Und wenn das doof war, war es doof, ich kann ja immer wieder zurück oder das ändern. Aber sich da auch zu trauen. Und man muss jetzt keine Riesenschritte, man kann auch kleinere machen, da ist ja auch jeder anders. Aber das ist, ich würde nie wieder zurückgehen. Für mich ist das so eine Befreiung, wirklich mein Leben so zu leben, wie ich das möchte. Und das Lustige ist, dass je mehr du da eben auch deine Sicherheit drin findest, desto weniger kommen diese auch von außen, diese Stimmen oder diese, meinst du wirklich, und diese Zweifel, weil du halt so überzeugt bist. Mich fragt keiner mehr, darfst du denn das oder wie geht das? Nee, das ist für die jetzt mittlerweile klar. Auch für meine Eltern, welches mal meine Eltern, ich mache mal meine Eltern hier. Aber es ist so lustig, weil ich meine, guck mal, ich bin jetzt 57 und die Jahre davor war das trotzdem auch immer noch ein Thema für mich, wo ich denke, Mensch, du bist doch schon so alt, das kann doch nicht angehen, dass du damit irgendwie auch immer noch zu tun hast. Aber ich finde es einfach mega spannend, was da auch war. Am Anfang war ich unsicher auch, als ich in meine Seelenaufgabe gegangen bin. Und ja, ich kam ja dann aus Kapstadt nach Hamburg und die kannten mich als Designerin, so wollten sie mich auch haben. Und auf einmal fange ich an, 2012 von der Seele zu sabbeln und von dem Manuskript und so zum glücklichen Leben. Das hat mich keiner verstanden. Oder Mindset oder Glaubenssätze, Selbstliebe war damals noch nicht so angesagt, zumindest in meinem Umfeld. Und dann wurde ich unsicher. Dann wurden die natürlich auch unsicherer, ist ja ganz klar. Aber seitdem ich sicher bin in dem, was ich mache und mich eben auch befreit habe, damals zu sagen, ich gehe all in, sind da auch keine Zweifel von außen mehr. Und das finde ich so spannend. Was du in dir verändern kannst, und dann veränderst du dein Umfeld. Ja, voll. Ja, und also ich höre das jetzt auch ständig so, boah, traust du dir das? Bist du sicher? Kannst du das trotzdem? Und denke ich so, sage ich immer. Also wenn irgendwelche alten weißen Männer in ihren Sakkos das können, irgendwie ein Unternehmen zu führen und so und da vor sich hin sabbeln, also dann kann ich das erst recht. Also ja, so. Wirklich so. Das, aber ja, das, ja. Aber ich nehme das dann auch mal. Ich denke dann jedes Mal, wenn man jemanden fragt und ich sage überzeugt ja, dann ist das auch immer wieder so ein Zeichen nach außen, ne, Ja. Leute? I'm ready. Ja, So. genau. Das Ja. ist ja auch für sich selbst eine Bestätigung, ne? Wo du merkst, ah, da bin ich jetzt schon weiter. Toll. Cool. Sehr, sehr schön. Ja, und was ich jetzt aus der Erfahrung, zumindest aus den letzten 1,5, 2 Jahren noch bewusster einfach mit rausnehmen kann, ist, dass dann immer wieder Support von außen kommt. Und eine Ermutigung und so weiter, ja, wenn ich mich entscheide, auch weiterzugehen. Und das finde ich eben ganz cool, weil ich merke, okay, ich bin wirklich nicht alleine. Ja, und was ich auch spannend finde, je mehr man halt auch ins Vertrauen geht, und ich kenne das, weil du hast eben davon gesprochen, so du bist ja auch so eine Macherin, genauso wie ich, die sagt so, ah, oh, zack, das wird gemacht, dann so geht das. Und da musste mich auch entspannen, das musste ich auch lernen, da einfach geduldiger zu sein und zu wissen, okay, dieser Impuls kommt, dieser Wunsch ist da oder das hat mich jetzt gerade angeflogen sozusagen und nicht zu sagen, so, was muss ich jetzt machen, sondern einfach zu sagen, okay, ihr sagt mir schon, wann das denn soweit ist und wie ich das machen soll. Und das ist eine auch völlig coole Erfahrung, weil der Stress ist raus. Du kannst so relaxed sein dabei. Das finde ich so cool. Ja, Und da du siehst du, da komme ich noch hin irgendwann, da wo du bist. nee, ist mega cool, da bist du auf dem besten Weg. Klasse. Und gibt es da noch etwas, was du über deine Seelenaufgabe, deine Mission hier sagen möchtest, was du noch mitgeben möchtest jetzt den Zuschauern und Zuhörerinnen? Du kannst es ja besser gendern als ich.
ZuhörerInnen. Ja, ich wünsche mir, dass ich ganz viel Liebe und Ermutigung rausbringen kann. Ja, das tust du, das weiß ich. Mit dem, was ich da mache, und dass wir auch super viel Spaß einfach zusammen haben können. So, ja, das ist, und wir einfach die Welt auf links drehen, einmal. Ja, auf Ja, alle einfach. Fälle. Und ich glaube, auch jeder, der einfach auch in sich spürt, und vielleicht kennst du ja deine Seelenaufgabe auch schon und machst auch schon dein Seelenbusiness, einfach da auch schon eine Bestätigung zu haben. Oder wenn du sagst, oh, ich spüre da, ich bin auch hier, um was Großes zu machen. Also auf alle Fälle rangehen, dir deine Seelenaufgabe channeln lassen. Es ist so wichtig, dass du für dich das herausfindest, weil ich finde, dann erlebt man auch Erfüllung. Oder wie siehst du das, Sarah? Ist das so? Ja, absolut. Und auf die Träume wieder hören. Also das, was Ja. ich oft als Kind ja schon hatte, ne? Also ich habe mich als Kind immer irgendwie auf Bühnen gesehen und auf Dingen, und irgendwann wird es so, ja, Spinnerei, nicht realistisch, keine Ahnung. Aber so das habe ich auch oft, wenn ich so Musik höre und ich habe Visionen vor mir und so weiter, das nicht abzuschotten, sondern da reinzugehen und zu sagen, so, ja, hey, cool, die Welt steht mir offen, was gibt keine Grenzen. Nee. Und das Schöne finde ich auch immer, wenn das so Herzenswünsche sind, also die wirklich aus dir herauskommen, nicht aus dem Ego, sind das auch so Wünsche, die halt von deiner Seele kommen. Und das finde ich so cool, das ist schon da. Die hat ja schon alles vorbereitet. Die hat ja schon alles vorbereitet für uns. Ne? Die hat die Kunden vorbereitet, alles und alles. Wir sind nur die Einzigen, die jetzt Yes sagen müssen. Ich bin da, ich bin bereit. Und man darf auch ein bisschen irre sein, ja, auch wenn ich dann so Zweifel Ja. kriege. Also Entschuldigung, wenn es Beyoncé geschafft hat, kann ich es auch schaffen. Ja, eben. Nein, und ja, das ist das Schöne. Auch mehr zu sehen, wow, wenn die das kann oder der das kann, dann kann ich das auch, weil wir können Und es das ist, alle. dass sie gegangen sind und gemacht haben, ja. Das ist, also. Ja, und ich finde auch spannend, wenn man, ich hatte zum Beispiel neulich, wo wir jetzt gerade beim Schauspiel sind, der Schauspieler The Rock, das ist ja dieser, ich kenne jetzt seine Filme auch nicht so richtig, aber irgendwie habe ich den da immer mal gesehen, und ich habe neulich mal in einem Interview gehört, dass der einfach, der hatte sich, der ist in einer ganz armen Familie aufgewachsen, alles Mögliche, da wären die nicht drauf gekommen, dass der mal so ein Superstar wird. Aber er hatte als Kind den Traum, er hat sich anders gesehen und hat es geschafft. Und das ist dieses, wenn wir uns das wieder auch mehr erlauben zu träumen und nicht gleich abwägen und sagen, nee, das geht nicht oder das ist doof, das funktioniert nicht. Und da sieht man auch mal wieder, wie unsere Gesellschaft gepolt ist, wie wir gepolt sind, immer erst auf das Negative zu gucken, nee, das funktioniert nicht, was, wenn wir scheitern, anstatt zu sagen, was, wenn es funktioniert. Dann haben wir natürlich wieder die anderen Angst, oh, da gibt es Veränderungen, ne? Was sagen denn die anderen? Das ist ja so echt so eine Kette, die da kommt. Aber sich wirklich auch immer mehr zu trauen, was du gerade sagst, eben auch zu träumen und zu sagen, egal wie verrückt der Wunsch ist, ich lasse mich drauf ein und guck, was passiert. Und dann kriegst du diesen Support und dann merkst du auch, hey, cool, das funktioniert ja immer mehr. Und dann nachher ist Ja. es gar nicht so verrückt. Ja, und mein Tipp ist noch, was ich beobachtet habe, ist, dass wenn Gedanken kommen oder Impulse kommen und so weiter, und die fühlen sich leicht, gut und beschwingt an, gut. Wenn sie kommen und es fühlt sich schlecht an im Brustkorb, es ist negativ, es zieht mich runter, nicht zuhören. Nee, Das ist kein guter Ratgeber. So. Also, das merke ich auch immer mehr, dass ich merke, so, ja, gut, also schön, dass du da bist, aber quatsch doch mal die Wand voll. So, nimm mal Urlaub. das Haben habe wir ich auch. keine Zeit. Also das ist so, okay, da höre ich einfach gar nicht mehr so drauf. Ne? Ja, nee, Das kann mach. man immer so ein bisschen in sich reinspürt und immer ganz gut differenzieren, was kommt jetzt wirklich aus mir raus, aus meiner Seele raus, oder was ist da aus meinem Verstand. Und auch da, ich meine, auch unser Verstand, der ist ja, das ist gut, dass der da ist und an sich Ja. will er auch nichts Böses. Ne? Das ist ja mal gut so. Ich sage dann auch mal, hey, das ist voll nett, dass du hier einschreiten möchtest. Ich würde es jetzt gerne mal auf die andere Tour probieren. Ne? Ja. Aber das war ja auch, das Lustige war ja, wo du es gerade ansprichst, als ich damals 2007 den Impuls bekommen hatte, sozusagen, also wo mich ja meine Seele fragte, da hatte ich ja mit Spiritualität noch nichts am Hut und mit Seele und keine Ahnung. Und sie mich fragte, bist du eigentlich noch glücklich? Und dann kam es ja aus mir heraus, sie gab mir auch die Antwort, nein. So, und wo ich dann ja eben auch meinem Impuls sozusagen gefolgt bin und gesagt habe, so, ich gehe nach Kapstadt und alles, das kannst du nicht machen. Weil das war auch so ein crazy Ding, ne? Du kannst doch das nicht machen und du schmeißt alles hin und deine Karriere und da. Und ich habe gesagt, ich muss es tun. Ich weiß nur, ich muss es tun. Und ich habe es gemacht. Und das war das größte Geschenk, was ich machen konnte.
Und das ist völlig verrückt. Also da, damals zumindest, sich auf sein Gefühl zu hören und seinem Gefühl zu folgen, 2012, also Quatsch, 2007 ging ja gar nicht. Ne, da war ja nur der Verstand. Aber der kann ja auch gar nicht uns beraten, weil der ja nur aus dem, was wir erlebt und gelernt haben, aber auch zu ihm zu sagen, und den brauchen wir jetzt für die Umsetzung, ne? Aber wirklich auch zu ihm zu sagen, sage ich auch oft, lass mich mal machen oder lass uns mal machen und dann wirst du sehen. Und oftmals ist es, dass der schon sagt, ja, mach mal. Bin gespannt, was rauskommt. Nee, das ist mega cool, auch so mit seinen Gedanken, Zweifeln oder was da auch alles kommt, eben auch umzugehen und da eben auch bewusst reinzuhören und zu sagen, okay, so gehe ich damit um, das ist cool. Und sich eben auch als Team zu verstehen, das finde ich eben auch so toll. Ja. Mega cool. Ja, was wollen wir noch den Zuhörern, Zuschauern mitgeben? Ich glaube, auf alle Fälle sich trauen, viel, viel mehr trauen. Sich auch viel größer zu sehen, als man eigentlich ist, weil wir sind viel größer. Deine Seele ist auch nicht hier, um klein zu sein, sondern will groß sein, die will erleben. Und was ich so schön finde, dass eben jetzt auch die neue Zeit uns da eben auch supportet und die Plattform sozusagen gibt, dass wir einfach da uns auch mehr erleben können. Und ich finde es so schade, wenn viele sagen, ich bin hier auf dieser Welt und versuche eigentlich die ganze Zeit Sicherheit zu schaffen im Außen. Ne? Bloß nicht mich zu viel trauen, damit ich dann irgendwie in Sicherheit irgendwie sterbe. Was ist das für ein Leben? Sondern wirklich zu sagen, hey, ich probiere mich aus, weil darum sind wir hier. Wir sollen es hier ausprobieren, wir sollen es hier ausleben, weil das ist wirklich eine Journey, das ist eine Reise zu uns selbst. Und da auch, und ich finde es so spannend, was du ja auch für dich erlebt hast und auch sagst, ist dieses, sich selbst auch als Wunder zu entdecken, zu sagen, wow, das kann ich, das steckt noch alles hinten. Wir sind solche Wundertüten, das ist so mega. Und wir tun so viel Gutes damit. Also, wie gesagt, halte dich nicht zurück, sondern trau dich. Und meistens ist der erste Schritt die größte Hürde. Aber ich meine, wir haben es auch geschafft. Dann schaffst du Ja, das. und ihr seid nicht allein. Da ist immer ein Team Nein, dahinter, genau. was supportet, auch wenn es man vielleicht nicht sieht. Und das Schöne ist ja auch, ja, es ist eine Reise zu sich selbst. Es ist eine Reise, sich selbst tatsächlich zu lieben, wertzuschätzen und Ja. zu erkennen, wer man wirklich ist. Ja. Ja, cool. Sarah, wo findet man dich denn? Mich findet man in so einem Ding, das nennt sich Internet. Ja. Wir können dir die Webseite mal verlinken. Ja, machen wir auf alle Und Fälle. Instagram, genau. Die werde ich alles verlinken in der Beschreibung. Und ich habe jetzt auch angefangen, so eine Wall of Soul-Leaderinnen zu erschaffen. Da bist du ganz oben. Wir starten mit dir sozusagen. Finde ich mega cool. So kam zum Beispiel auch dieser Impuls zu mir, das zu machen. Dachte ich auch, ja, interessant. Also eben auch, um dir zu zeigen, hey, da gibt es auch andere, die es geschafft haben, die sich getraut haben. Du bist nicht allein. Und wie gesagt, wir starten mit der wundervollen Sarah. Und ich freue mich ganz, ganz doll, dass wir heute dieses schöne Interview machen konnten und dass du eben auch diesen Impuls dazu hattest. Und ja, ich finde es toll, dass du in meinem Leben bist und es ist wirklich eine Bereicherung und ich bin ganz gerührt. Ja, sehr, sehr Ich schön. bin gespannt, wie unser Weg weitergeht, unser beider, was wir uns da alle noch berichten oder was wir vielleicht auch irgendwann zusammen machen oder wie auch immer. Also ich freue mich ganz doll, dass du in meinem Leben bist und Oh. ja, muss ich wirklich sagen. Und dir, du liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auch dir senden wir ganz, ganz, ganz viel Liebe. Wie schön, dass es dich gibt, wie schön, dass du da bist. Und wie gesagt, lebe dein schönstes Leben, trau dich und vor allen Dingen folge deiner Intuition und du wirst auch supported werden. Und ja, ich würde sagen, alles, alles Liebe. Lach und smile so oft du nur kannst. Lebe deine Einzigartigkeit, denn du bist ein Geschenk. Pack es aus. Wir brauchen dich mehr denn je. Bis dann. Tschüss.